Onkologisches Zentrum ist eine Organisationsform. Letztlich werden da die Spezialisten, die sich für bestimmte Bereiche in der Behandlung von Tumorerkrankungen spezialisiert haben, wieder zusammengeführt, dass eine ganzheitliche Versorgung von Patienten möglich wird. Ich mache zum Beispiel 25 Jahre jetzt diesen Bereich Hämato-Onkologie, habe da also Erfahrung 25 Jahre, aber dann sitzt neben mir ein Chirurg, der hat 30 Jahre Erfahrung, dann daneben Strahlentherapeut, der hat weitere 30 Jahre Erfahrung. Das ist also eine unglaubliche Menge an Erfahrung, die dann zeitgleich für einen Patienten eingesetzt werden kann. Damit können wir sicherstellen, dass wir also immer auf dem aktuellen Stand der Medizin arbeiten und dass alle Möglichkeiten, die verschiedene Disziplinen für bestimmte Probleme haben, auch wirklich zum Einsatz kommen können.